Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich hoffe, das ist kurz. Ich habe keine Ahnung. Ich lebe noch, bin nicht tot. Es kamen letzter Zeit keine Videos und keine Streams, weil ich die ganze Zeit am Warframe spielen bin. Schon jetzt seit anderthalb Monaten. Seitdem das letzte Video kam, bin ich am Warframe spielen. Falls ihr Warframe nicht kennt, kann ich auch mal ein bisschen darüber reden. Falls ihr Warframe nicht kennt, das ist Cyborg Ninjas im Weltraum, basically. Aber als Grindspiel. Also so WoW, Destiny 2, Level an Grinds, so eher Destiny 2 würde ich sagen, also eher Destiny, Level an Grinds. Damit kann man es eher vergleichen. Falls ihr das Spiel kennt, ich spiele gerade Loki Prime, hier ist mein Kit. Einfach nur einfach nur Loki. Ich will Kuva Spy Missions machen, Kuva Spy Mission. Und ich dachte, während das kann ich gut reden und das zeigt das Spiel relativ hübsch, weil Spy ist immer eine schöne Mission zum Flexen, vor allem mit Loki. Ich bin, oh, den hab ich getreten. Ich bin, die ganze Zeit am Warframe spielen, also wirklich jede freie Minute. Und deswegen kam ich weder zum Aufnehmen, noch zum Streamen, noch zum irgendwas. Ich habe dieses Video, was ich jetzt gerade aufnehme, schon einmal aufgenommen. Aber ich habe die Aufnahme aus Versehen gelöscht. Ich habe einfach aus Versehen die Aufnahme gelöscht. Deswegen muss ich das jetzt nochmal aufnehmen. Ich hoffe, ich sage ungefähr das gleiche wie damals. Ich spiele das die ganze Zeit. Ich bin extrem süchtig danach gerade. Aber ich mag das. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber es ist extrem lange her, dass ich nach einem Spiel richtig, richtig, richtig süchtig war. Und ich habe das richtig vermisst. Also ich habe das wirklich, wirklich vermisst. Ich bin so glücklich, dass ich wieder dieses Gefühl haben kann, dass ich jeden Abend schlafen gehe und mir denke, ich will Warframe spielen. Und dass ich morgens aufwache und direkt Warframe anmache. Und dass ich sogar die App runtergeladen habe und auf der App die ganze Zeit weitermache. Das macht mich so glücklich irgendwie. Ich habe dieses Gefühl so vermisst. Dann wollte ich noch ein bisschen über die Videos reden. Also Terraria geht auf jeden Fall noch zu Ende. Ich will das auf jeden Fall noch beenden. Wird auch noch passieren, keine Sorge. Terraria hat ein Update bekommen, was Early Game Summoner geboostet hat. Also falls ihr meine Challenge nachmachen wollt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, weil das jetzt viel einfacher ist im Early Game. Ich habe ja im Early Game am meisten Probleme gehabt. Und das Early Game haben die jetzt gebracht. Also falls ihr das gleiche machen wollt wie ich, durch die gleiche Tortur gehen wollt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt. Aber das geht auf jeden Fall noch weiter. Wie gesagt, 2-3 Folgen, dann bin ich durch. Das ist wirklich nicht mehr viel, was wir machen müssen. Und ja, danach weiß ich nicht, was für Videos kommen. Auf jeden Fall keine ganzen Serien mehr. Also nicht sowas wie das Terraria Let's Play, sondern auf jeden Fall was Kürzeres. Wenn, dann 1-2 Videos pro Spiel. Aber ich möchte auf jeden Fall noch sehr viele Spiele nachholen. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich mir einen Zeitplan erstelle. Ich wollte sowieso einen Zeitplan haben, weil Streams und sowas hatten bei mir keinen Zeitplan. Ich habe die irgendwo zwischengequetscht. Und jetzt brauche ich einen Zeitplan, vor allem, weil ich halt die meiste Zeit Warframe spiele. Ich würde gerne streamen, aber wie gesagt, es ist echt schwer, wenn man die ganze Zeit nichts anderes machen will als Warframe spielen. Weil mein Ziel war ja immer, das zu tun, was ich machen will. Wenn ich streamen will, wenn ich aufnehmen will, dann mache ich das. Und wenn ich was anderes machen will, dann mache ich was anderes. Aber das habe ich jetzt für anderthalb Monate gemacht. Und langsam stört es mich echt, dass mein Kanal so gesehen dadurch pausiert wurde. Johnny? Nein. Nein. John, nein, nein, nein. Was war der denn? An dem Tag, wo ich das Video hier aufnehme, wird es auch wieder einen Stream geben. 100%. Ich weiß nicht wie lang, aber ich werde auf jeden Fall Terraria streamen. Vielleicht töte ich sogar Impress of Light, weil das wirklich nicht mehr so schwer ist. Ich muss einfach nur Muscle Memory aufbauen. Also ich muss einfach nur ganz oft üben, bis ich das einmal schaffe. Also einmal Glück haben und viel Übung. Mehr ist das nicht mehr. Weil verstanden habe ich den Boss. Ich muss nur Glück haben und üben. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, ich habe ja schon gesagt, das ist so Cyborg Ninjas im Weltraum. Basically. Jeder hat so eigene Fähigkeiten, wie zum Beispiel Loki. Den benutzt man meistens nur, dass er sich unsichtbar machen kann. Der hat noch ein paar mehr Fähigkeiten, aber meistens benutzt man einfach nur, dass er unsichtbar machen kann. Er kann sich noch teleportieren, mit anderen Gegnern oder Mates tauschen und sich dabei teleportieren. Dann kann er noch in einem Radius von sich selber alle entwaffnen. Das ist auch noch relativ oft genutzt. Und seine letzte Fähigkeit ist, dass er einen Klon von sich platzieren kann und der lenkt Gegner ab. Also Gegner schießen dann eher auf den Klon als auf dich. Aber das ist auch komplett nutzlos. Also zwei seiner Fähigkeiten sind komplett nutzlos und die anderen beiden nutzt man entweder die eine oder die andere. Und es gibt halt sehr viele verschiedene. Es gibt halt auch welche, die machen dann mit Musik alles. Es gibt welche, die haben als Team so Elektro oder Frost oder Feuer oder mehrere Elemente. Also es gibt immer so ein Team für einen. Einer ist immer nach einem Team gebaut. Es gibt auch einen Ingenieur, so. Also die haben immer so ein spezielles Thema, worum die gebaut wurden. Mir fällt gerade auf, dass ich richtig scheiße erklärt habe, wie Warframe funktioniert und wie die Warframes funktionieren. Es tut mir leid. Das ist echt kacke erklärt. Und dann gibt es halt noch verschiedene Waffen und dann spielt man halt durch ganz viele verschiedene Missionen. Zum Beispiel das hier ist Spionage. Da muss ich in Hochsicherheitstrakte einbrechen, reinhacken und so und dann die Daten daraus stehlen, indem ich alles hacke hier. Oh, es gibt auch Quests mit Lore und so, die sind sogar echt gut, vor allem gegen Ende hin. Am Anfang eher geht's so, aber gegen Ende hin sind die extrem gut. Und das ist dann basically einfach nur noch ein Grind. Also man macht dieselbe Mission 10, 20, 30 Mal, um ein bestimmtes Item gedroppt zu bekommen. Und das war's. So ist das Spiel. Wie gesagt, so ein bisschen Destiny-Vibes. Es gibt Quests und Stories, die sind relativ gut.
Aber das meiste, was man macht, ist eigentlich nur grinden. Dieselbe Mission machen, bis man ein Item gedroppt bekommt. Ist auch Online-Koop, wie ihr seht. Es gibt auch PvP, aber das spielt keiner. Ja, wie ihr schon seht, ich spiele diese Mission jetzt zum dritten Mal hintereinander. Ich habe noch nicht das bekommen, was ich brauche. So ist das halt. So ist das Spiel. So ist die Natur von dem Spiel. Man spielt dieselbe Mission ganz oft, bis man das hat, was man braucht. Ich glaube, ich lade das trotzdem am Samstag hoch. Für euch, so von der Timeline her. Es ist gerade letzte Woche Sonntag. Da werde ich auch gestreamt haben wahrscheinlich. Und dann werde ich mir Mühe geben, dass ich sehr, sehr bald wieder regelmäßig Videos rausbringen kann. Ja, aber das war mein kleines... Uah. Hilfe, Hilfe. Ja, aber das war mein kleines Update-Video. Also alles gut, ich bin am Leben, mir geht's gut. Videos kommen hoffentlich bald, Streams kommen hoffentlich bald wieder regelmäßiger. Ich bin halt nur in einer Warframe-Sucht verfallen. Habe ich aber schon öfters gesehen, dass zum Beispiel ein neues WoW-Update kam und dann YouTuber irgendwie 3-4 Wochen keine Videos gebracht haben und dann irgendwann ein Video gemacht haben, ja, ich spiele WoW den ganzen Tag. Das ist also nicht so selten. So, das war's dann, denke ich mal, mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.